So, meine Lieben, ich glaube, es wird Zeit für ein kleines persönliches Update. Ich habe euch letztens im Community-Tab von diesem Kanal gefragt, ob ich euch mal ein Update geben soll zu meinem Gründungskurs, den ich gestartet habe Anfang des Jahres. Und es ist inzwischen auch schon ein gutes halbes Jahr her, dass ich Contest verlassen habe. Und ich dachte mir, ich gebe euch einfach mal einen kleinen Einblick, was ich gemacht habe, warum ich es gemacht habe und so weiter. Das Ganze hilft dem einen oder anderen von euch vielleicht, weil viele von euch sind ja auch gerade dabei, irgendetwas Neues zu starten und zu gründen. Und deswegen dachte ich mir, ich erzähle euch einfach mal, wie es aussieht. Und zwar habe ich Contest verlassen letztes Jahr August, September, also Ende August bin ich bei Contest rausgegangen und habe diesen Kanal mitgenommen. Gott sei Dank, und ich bin Contest auch unfassbar dankbar dafür, dass ich ja den Kanal behalten durfte und ihn jetzt weiter alleine unabhängig fortführen darf. Natürlich wirft dieser Kanal so ein kleines bisschen ab und natürlich bin ich jetzt auch nicht pleite. Wir haben Contest verkauft vor ungefähr 2 Jahren. Ich hatte einen Anteil an Contest und das führte dann dazu, dass ich jetzt nicht sofort mittellos auf der Straße stehe. Aber während der Arbeit an meinen Videos und auch der Interaktion mit euch ist mir ein riesiger Bedarf aufgefallen, von dem ich zwar wusste, dass er grundsätzlich irgendwie da ist, aber nicht in welcher Dimension er da ist. Und zwar bekomme ich aktuell ungefähr 500 Anfragen, Beratungsanfragen, Mandatsanfragen pro Monat. Unten in der Videobeschreibung findest du ja immer einen Link, wo ich dann reinschreibe, okay, ich kann dir versuchen, irgendwie einen Steuerberater zu vermitteln. Und da tragen sich über 500 Leute pro Monat ein. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich würde am liebsten allen von euch irgendwie weiterhelfen. Ich bekomme on top auch unglaublich viele E-Mails immer. Ich entschuldige mich hier an dieser Stelle ausdrücklich dafür, dass ich nicht auf alle antworten kann und auch nicht, dass ich euch irgendwie bei der Buchhaltung oder der Steuererklärung helfen kann. Muss ich einfach nur mal vor Augen führen, dass Steuerberatung in den meisten Fällen ein wiederkehrendes Geschäftsmodell ist. Also ein Steuerberater ist in Neudeutsch-Startup-Szene, würde man sagen, ein Subscription-Model. Das heißt, die Kunden kommen ja jeden Monat wieder. Ich muss nicht jeden Monat neuen Kunden akquirieren, sondern es reicht, wenn einfach nur die Kunden, die ich habe, da bleiben. Oder halt Mandanten, wie man als Steuerberater so sagt. Und bei den Anfragen, bei den 500 Anfragen, sind ungefähr 50% so Einmalberatungen. Gerade rund um das Thema Gründungen kommt relativ viele Fragen. Und 50% sind, ja, laufende Betreuungen. Und wenn man sich das mal durchrechnet, wenn ich diesen Kanal einfach nur ein Jahr lang einfach betreibe, dann habe ich in diesem einen Jahr 3000 Mandanten, die ich jeden Monat wiederkehrend betreue, akquiriert und ich habe in diesem einen Jahr 3000 Einmalberatungen durchgeführt. Das ist alles natürlich nur hypothetisch, das kann ich nicht, das kriege ich volumenmäßig nicht hin. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe auch keine Lust, jetzt jeden Tag von morgens bis abends einfach nur zu beraten und Steuererklärung zu machen und Buchhaltung zu machen. Ich habe jetzt unfassbar viele Anfragen und gefühlt muss ich nur einmal die Tür aufmachen und die Leute überrennen mich. Aber ich komme beruflich, habe meine beruflichen Wurzeln in der klassischen Steuerberatung. Und es gibt einen Grund, warum ich die klassische Steuerberatung verlassen habe, weil ich genau darauf keine Lust hatte, weil ich das Gefühl hatte, dass man das Ganze irgendwie effizienter hinbekommen kann. Und es gibt auch einen Grund, warum ich mehr in den Softwarebereich gegangen bin, weil ich das Gefühl hatte, da kann ich Systeme schaffen, da kann ich Prozesse schaffen, die nicht nur einem einzelnen Selbstständigen, einem einzelnen Unternehmen helfen, sondern einer großen Anzahl. Das ist der Grund, warum ich bei Contest mit eingestiegen bin. Das ist der Grund, warum ich die Contest Steuerberatung mitgegründet habe. Das war alles eher aus einem Gedanken, ich möchte meine Zeit nicht damit verbringen, einfach nur das abzuarbeiten, was jemand anderes gerade nicht kann oder nicht machen möchte. Das ist super ehrenwert und es gibt Menschen, die machen das absolut fantastisch. Es ist aber einfach nicht das, was ich persönlich machen möchte. Und natürlich könnte ich jetzt hingehen und sagen, ich setze jetzt meinen Stundensatz so hoch. Ich meine, bei 500 Mandatsanfragen pro Monat, ich könnte einfach hingehen und sagen, mein Stundensatz sind 500 Euro und wahrscheinlich würden 10 Leute von den 500 immer noch sagen, okay, dann zahle ich halt 500 Euro pro Stunde. Aber dann mache ich immer noch etwas, was nicht wirklich das ist, was ich gerne mache. Und von daher kam das für mich nie so richtig in Frage. Und dann muss ich dann sagen, dass das rein monetäre Ziel jetzt nicht das Wichtigste ist, was alle anderen Ziele vollkommen irrelevant macht. Natürlich ist es mir wichtig, auch mit meiner Arbeit irgendwie Geld zu verdienen. Aber nicht um jeden Preis. Also ich möchte nicht mein Leben verkaufen. Und ich glaube, so geht's dir, so geht's euch auch. Auch du möchtest wahrscheinlich etwas machen, an dem du Spaß hast, mit dem du das Gefühl von Erfüllung hast und nicht einfach nur viel Geld verdienst und dann machst du aber, quälst du dich den ganzen Tag. Und das ist ehrlicherweise so mein Problem mit diesen unfassbar vielen Mandatsanfragen. Und was ich in den ersten Monaten nach Contest quasi beobachtet habe, ist, dass unglaublich viele Anfragen kommen von Unternehmern und Gründern, die gerade so in der Gründungsphase sind.
Also kann das nicht in Zahlen festmachen, weil wann startet eine Gründungsphase und wann ist sie abgeschlossen, aber sind relativ viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die so in den ersten Monaten und Jahren ihrer selbstständig sind. Und es geht eher darum, alles einmal aufzusetzen, einmal so einzurichten quasi, die Rechtsform, die Buchhaltung, so die Grundlagen an Steuern. Und ehrlicherweise, wenn ich nur diese Gruppe betrachte, also nur diese Anfragen betrachte und mir dann anschaue, welche Fragen haben eigentlich diese Menschen? Das sind zu 80% die gleichen Fragen. Es liegt einfach daran, weil Gründen und Buchhaltung und Steuern ist halt sehr mechanisch. Ich meine, der Gesetzgeber gibt einem vor, was man machen darf und wie man es machen sollte. Da sind ehrlicherweise die Probleme, die man so als Gründer hat, auch wenn die sich komisch anfühlen, die haben halt alle Gründer. Oder zumindest 80% der Probleme haben alle anderen Gründer. Und das sehe ich halt, weil ich tausende Anfragen bekomme. Und quasi aus diesem Gedankengang bin ich dann dazu gekommen, zu sagen, okay, vielleicht sollte ich so eine Art Seminarformat machen. Vielleicht mache ich einfach so einen Crashkurs, so einen Gründer-Crashkurs, wo ich wirklich diese 80% der Fragen, die jeder hat, einfach in ein Konzept reingieße, in ein Format, wo wir uns 12 Wochen lang jede Woche so 1 bis 1,5 Stunden bestimmte Themen nacheinander, aufeinander aufbauend anschauen. Und darin beantworte ich genau diese 80% der Fragen, die eigentlich jeder hat. Oder noch wichtiger sind die Fragen, die keiner gestellt hat, aber man sich hätte vielleicht am Anfang hätte schon stellen sollen. Das gibt es ja natürlich auch, dass bestimmte Themen erst nach 1, 2, 3 Jahren auftauchen und man denkt sich auch, hätte ich das mal am Anfang gewusst. Und wenn ich so ein Seminarkonzept ergänze mit einem relativ umfangreichen Möglichkeit, Fragen zu stellen und das idealerweise auch in der Gruppe zu diskutieren, dann kann ich dann auch die 20% individuellen Anliegen quasi abdecken. Und so könnte ich über einen Seminar, Workshop-Format tatsächlich den meisten der Anfragen irgendwie helfen. Das ist so mein Gedankengang gewesen, so im November, Dezember letzten Jahres. Und ja, dann dachte ich mir, warum das Ganze nicht einmal testen? Warum jetzt nicht so ein Gründerseminar einfach mal als Angebot, als Produkt einfach mal anbieten? Was für mich ab Tag 1 aber absolut klar war, ist, ich möchte das Ganze nicht alleine machen. Und zwar aus einem relativ einfachen Grund. Und zwar, ich tanze jetzt schon auf relativ vielen Hochzeiten. Ich habe 2 kleine Kinder, für die möchte ich gerne auch da sein. Das war anders, als ich mich am Anfang selbstständig gemacht habe. Mit Anfang 20 hat man noch viel Zeit, viel Energie, keine Kinder. Vielleicht noch nicht so viel Erfahrung, aber da bin ich anders in meine Selbstständigkeit gestartet, als ich es heute machen würde. Dann möchte ich natürlich meinen Fokus nicht verlieren. Ich möchte auf diesem Kanal nach wie vor da sein. Ich möchte Kommentare beantworten. Ich möchte regelmäßig Videos veröffentlichen. Also ich möchte nicht in der Intensität oder der Qualität auf diesem Kanal jetzt einsparen, sondern ich möchte nach wie vor hier die Videos produzieren. Außerdem habe ich noch so ein weiteres Standbein in den letzten Monaten aufgebaut und zwar berate ich Steuerkanzleien. Ich gebe Seminare, ich gebe Schulungen, ich berate Kanzleien 1:1. Da geht es ganz häufig so um die Themen Digitalisierung, Einsatz von Technologie, Einsatz von künstlicher Intelligenz und so weiter. Das heißt, das Ganze finde ich super spannend, weil ich glaube, da kann ich einen guten Beitrag leisten und ich finde das wahnsinnig spannend, wie so eine, alteingesessene Kanzlei dadurch ein bisschen innovativer werden kann. Und das mache ich super gerne und das möchte ich gerne auch in Zukunft noch weitermachen. Und ich arbeite noch an so einem relativ geheimen Projekt. Dazu möchte ich heute noch nicht so wahnsinnig viel sagen, aber irgendwann wird es auch wieder eine Kanzlei von und mit mir geben. Das heißt, so ein gewisses Kanzleikonzept, daran arbeite ich und das möchte ich auch nach wie vor vorantreiben. Obwohl ich jetzt gerne auch dieses Gründungs-Crashkurs, Gründungsseminar, Gründungsworkshop-Angebot machen möchte. Und deswegen habe ich ab Tag 1 einen Partner gesucht. Und obwohl ich quasi die Reichweite mitbringe, über diesen Kanal, diesen Kurs zu promoten und zu vermarkten und auch die Inhalte mitbringe, gibt es ja im Hintergrund unfassbar viele Dinge zu erledigen. Den technischen Support, die Webseite zu bauen, zu schauen, dass alle Tools miteinander zu funktionieren, dass E-Mails richtig rausgehen, dass sie richtig formuliert sind und all solche Sachen. Und da habe ich einfach jemanden gesucht, der mich perfekt ergänzt. Ich habe immer wahnsinnig viele Ideen. Ich würde mal sagen, meine Schwäche ist es, das dann auch zu 100% bis zum Ende gut strukturiert durchzumanagen und auch abzuschließen. Mir hat mein Freund gesagt, wenn Melchior einen Tag arbeitet, produziert er 4 Tage Follow-up-Arbeit. Und gar nicht im Negativen. Also ich bin gut darin, loszugehen und irgendwas anzustoßen und in Bewegung zu bekommen. Aber die Arbeit ist halt erst abgeschlossen, wenn sie abgeschlossen ist. Und deswegen habe ich jemanden gesucht, der mich perfekt ergänzt. Also der genau das mitbringt, was ich nicht habe und andersrum. Einfach, dass wir zusammen perfekt funktionieren. Und da habe ich tatsächlich jemanden gefunden, auch relativ schnell gefunden, und zwar einen ehemaligen Kollegen, der bei Contest auch gearbeitet hat, ein paar Jahre lang. Da haben wir da schon wahnsinnig gut zusammengearbeitet. Der ist nicht mehr bei Contest und der hat gesagt,
warum denn nicht? Dann lass uns das machen. Das heißt, ich habe von vornherein gesagt, lass uns das 50-50 machen und mir gehört an dem ganzen Vorhaben jetzt 50%. Und wie sind wir denn vorgegangen? Also ich hatte eine grobe Idee. Ich hatte keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie angenommen wird, ob irgendjemand bereit ist, dafür Geld auszugeben. Weil es ist ja was anderes, an einem Seminar, an einer Workshop-Reihe teilzunehmen, als eine 1:1 Steuerberater zu haben. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, ist etwas vor allem nicht zu tun. Und das ist auch mein dringender Appell. Wenn man eine Idee hat und überhaupt nicht weiß, ob das funktionieren kann, würde ich nicht hingehen und sofort Tatsachen schaffen, Gewerbe anmelden, eine GmbH gründen, eine UG gründen und sofort ein Riesenkonstrukt zu bauen und ganz viele abgefahrene Pläne zu machen. Man ist immer sehr schnell dabei, selbst sich Gedanken zu machen und dann die eigenen Gedanken für gut zu befinden, sind ja auch die eigenen, und das dann umzusetzen. Und dann glaubt man selber, also ich zumindest bin in so einer Spirale, ich bin dann begeistert von dem, woran ich arbeite, und schaffe so Tatsachen. Was ich aber nicht gemacht habe, ist, ich habe nichts Neues gegründet. Ich habe keine Firma gegründet, ich habe kein Gewerbe gegründet und sowas. Ich habe extrem schnell und hässlich gestartet. Und zwar in einer Dimension hässlich, dass ich mich dafür geschämt habe und auch immer noch schäme. Und zwar haben wir gesagt, 10 Stunden. Wir investieren genau 10 Stunden. In diesen 10 Stunden wollen wir eine Webseite haben. Auf der Webseite soll irgendwie stehen, was wir machen. In diesen 10 Stunden habe ich ein Video aufgenommen, euch mal von der Idee berichtet, euch eingeladen, sich anzumelden. Ich brauche irgendeinen Zahlungsanbieter, Stripe und PayPal und Klarna und all das irgendwie da reingepackt. Und dann habe ich das einfach mal raus in die Welt gepackt. Also 10 Stunden Gesamtzeitinvest für eine Webseite, für Domainregistrierung, für Namen überlegen, für Farben, für Video, für alles. Alles. 10 Stunden Investment. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Aber wenn es funktioniert, dann kann ich das ja Stück für Stück weiterentwickeln, besser machen. Und zwar nicht besser, wie ich denke, dass es gut ist, sondern besser abhängig vom Feedback. Weil ich kriege ja sehr schnell Feedback. Wenn ich ein blödes Video veröffentliche, dann steht das sofort in den Kommentaren. Wenn ich ein Angebot entwickle, ein Seminar entwickle und die Leute melden sich an und finden es danach doof, dann lerne ich daraus ja. Das heißt, nicht jede Kritik ist negativ. Man lernt ja aus Fehlern und generell aus Feedback ja am meisten. Und am Ende muss das ganze Angebot ja nicht mir gefallen, sondern muss vor allen Dingen euch gefallen. Also nicht allen von euch, aber die ich damit halt anspreche. Und persönlich habe ich mir ein Ziel gesetzt, oder wir beide haben uns ein Ziel gesetzt, haben gesagt, okay, wenn wir 10.000 Euro Reingewinn erwirtschaften, das heißt 10.000 Euro nach Transaktionskosten und Kosten für die Webseite und solche Sachen, dann sagen wir, okay, ja, dann lass uns das mal probieren. Ich meine, wir haben 10 Stunden investiert. Klar, der Kanal ist da, aber 10 Stunden investiert, 10.000 Euro Reingewinn, den wir teilen können, das klingt nach einem guten Stundensatz. Natürlich muss ich dann die Arbeit machen. Jetzt gerade jede Woche haben wir einen Call, und während ich dieses Video aufnehme, als nächstes, mein nächster Schritt ist tatsächlich unser gemeinsamer Videocall, und ich freue mich darüber. Die magische Grenze, die wir uns also gesetzt haben, damit der erste Durchlauf überhaupt startet, waren 10.000 Reingewinn. Weil wir gesagt haben, sonst lohnt sich das nicht, jetzt die ganzen Präsentationen zu bauen, die Vorlagen zu bauen und solche Sachen. Wir wollen mindestens 10.000 Euro in den nächsten 3 Monaten, weil das Ganze dauert ja 3 Monate, erwirtschaften. Und wir hatten einen Bruttoumsatz von 20.361 Euro. Da geht natürlich erstmal Umsatzsteuer ab, das heißt 17.110 Euro war unser Nettoumsatz. Natürlich hat man immer so ein kleines bisschen Transaktionskosten. Wir haben die Webseite, und ja, ich schäme mich dafür, einfach nur mit Wix gebaut, also dem Homepage-Baukasten. Und so ein bisschen so sah sie am Anfang aus. Inzwischen ist sie ein bisschen hübscher, aber noch weit weg von schön. Und wir haben natürlich für Stripe und PayPal und so Gebühren gezahlt und brauchten eine Zoom-Lizenz. Also da sind unsere Live-Calls mit drin. Das heißt, es sind ein paar Kosten angefallen, und das sind ungefähr 5% gewesen. Das heißt, einmal 548 Euro für die Transaktionskosten für Stripe, Klarna und PayPal. Und dann hatten wir für Wix und Zoom 332 Euro an Kosten. Ja, und dann hatten wir einen Rohgewinn von 16.229 Euro. Das heißt, wir haben gesagt, okay, mit dem Umsatz gehen wir auf jeden Fall in die erste Runde. Und wichtig ist dann vor allem das Feedback. Also wir schauen extrem auf das Feedback. Wir optimieren das immer anhand von allen Wünschen. Ich versuche, meine eigenen Ideen, meine eigenen Wünsche und meine eigenen Vorstellungen, wie ich es am liebsten haben und machen wollen würde, auszuschalten, sondern immer nur darauf zu schauen, was die Leute mögen, was sie nicht mögen, was der Wunsch ist, was die Kritik ist. Das heißt, diese Gruppe kriegt sehr viel meine Aufmerksamkeit. Das hat nichts mit Skalierung zu tun, das hat nichts mit, das ist jetzt die Rakete, die ich jetzt, keine Ahnung, mal 100, mal 1000 verkaufen kann, überhaupt gar nicht. Ich stecke unglaublich viel persönliche Zeit rein, aber für mich ist das Ganze Produktentwicklung. Das ist, natürlich helfe ich jetzt einer Runde von gut 40 Leuten gerade jetzt irgendwie dabei, ja, ihre Selbstständigkeit zu starten. Aber was für mich wichtig ist,
ist das Feedback. Also die Entwicklung des Formats, das ist mir wahnsinnig wichtig und da kriege ich wahnsinnig viel Feedback. Vielen, vielen, vielen lieben Dank von euch, die ihr dabei seid. Vielleicht schreibt ihr auch einfach mal unten in die Kommentare, wie ihr das gerade seht. Ihr hört ja so das erste Mal meine Story, wie es dazu gekommen ist. Und ich zeige euch einfach mal, blende ich hier einfach mal ein paar ein. Das sind ein paar Trustpilot-Bewertungen. Aber natürlich haben wir auch intern einen Feedback-Fragebogen, den ich nach jeder Session rausschicke, wo die Leute ein bisschen ausführlicher Feedback geben und so weiter. Das blende ich euch auch gerne mal ein. So sieht gerade die Bewertung aus. Also so zufrieden sind gerade die Teilnehmer. Und das ist für mich jetzt gerade wichtig, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da etwas entwickeln kann, was wirklich Mehrwert schafft, was den Leuten wirklich hilft, das heißt sowohl Umsatz, Haken dran, als auch inhaltliche Qualität, Haken dran, dann sage ich, dann mache ich das auch in Zukunft immer weiter. Und für mich ist das im Augenblick noch ein wahnsinnig spannender Prozess, muss ich ehrlicherweise sagen. Für euch vielleicht noch interessant, wie habe ich das Ganze gemacht? Nachdem ich kein Gewerbe angemeldet habe und jetzt hier irgendwie ungefähr 20.000 brutto, 17.000 Euro tatsächlichen Umsatz gemacht habe, wenn ich kein Gewerbe angemeldet habe. Wie geht denn das? Ich habe ja für meine anderen Tätigkeiten schon eine GmbH gehabt. Das heißt, ich habe schon eine Selbstständigkeit gehabt und ich habe erstmal alles über diese Gesellschaft abgerechnet. Auch die Teilnehmer haben alle Rechnungen von dieser Gesellschaft bekommen. Und nachdem wir dann 10.000 Euro Umsatz gemacht hatten, haben wir gesagt, okay, bei 10.000 Euro lohnt es sich, eine eigene Gesellschaft zu gründen. Und dann sind wir zum Notar gegangen und haben eine UG gegründet. Und wenn du wissen möchtest, wie man eine UG gründet, verlinke ich dir gerne oben rechts einmal ein Video. Da bin ich den ganzen Prozess einer UG-Gründung durchgegangen. Genau diese Schritte bin ich 1:1 gerade erst vor wenigen Tagen auch durchgegangen. Das heißt, ich war gerade erst beim Notar und so weiter. Warum eine UG und nicht ein Einzelunternehmen oder eine GbR? Also ein Einzelunternehmen fliegt sowieso raus. Wir sind ja schon zwei Leute und ich habe eine Holding. Also ich möchte das Ganze natürlich steuerlich optimal machen und habe ich eingangs auch gesagt, ehrlicherweise bin ich auf die Einnahmen aus dieser Tätigkeit, aus diesem Vorhaben überhaupt nicht angewiesen. Auch auf absehbare Zeit nicht angewiesen. Und dann ist es in der Regel günstiger, wenn man zum Beispiel so eine Holdingstruktur aufbaut. Das heißt, ich selbst besitze nicht die Anteile an dieser UG, sondern meine Holding GmbH besitzt die Anteile an dieser UG und dann kann ich da eine ganze Reihe an Steuern sparen. Wenn euch das ganze Thema mal interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch einfach auf YouTube suchen, rund um das Thema Holdingstrukturen. Gibt es auch schon von anderen Kanälen gute Videos, aber ich erkläre es gerne auch nochmal so in meinen Worten und aus meiner Perspektive. Und das haben wir jetzt tatsächlich ganz konkret gemacht. Die UG steht, beziehungsweise die ist in Gründung und ich würde mal sagen, das bisherige Feedback ist auch schon auf dem Level. Natürlich ist es positiv und ich freue mich darüber, aber meine To-Do-Liste, wo ich mir denke, ah, das könnte man noch machen und das könnte noch besser und das geht noch besser und das geht noch besser, ist noch sehr lang. Was ich an dem ganzen Konzept so mag, ist, dass es 12 Wochen dauert und deswegen werde ich das jetzt einfach jedes Quartal neu starten. Und ich mag einfach diesen Rhythmus sehr, weil ich habe jetzt 12 Wochen, ich kann mich 12 Wochen 100% auf diese Gruppe konzentrieren, dann sind diese 12 Wochen vorbei. Ich habe gedanklich ganz viel Ideen, was ich nächstes Mal anders und besser machen kann, immer basierend auf dem Feedback. Also meine To-Do-Liste, was ich nächstes Mal besser machen möchte, kommt 0,0 von mir, sondern kommt ausschließlich aufgrund vom Feedback aus der WhatsApp-Gruppe, aus den E-Mails, aus den Feedback-Kommentaren, den ich von den Teilnehmern bekomme. Das ist meine To-Do-Liste. Und im nächsten Quartal, also Anfang April, geht dann die nächste Runde los. Haben tatsächlich auch schon erste Anmeldung. Ich bin begeistert. Gibt es tatsächlich die Möglichkeit, wieder teilzunehmen und dann werde ich natürlich die Dinge umsetzen, die ich jetzt gelernt habe. Und dann kann ich quasi alles nochmal neu verproben. Und so wird es jedes Quartal einfach ein bisschen besser. Und ich schraube jedes Mal an dem Konzept. Und irgendwann wird das Konzept hoffentlich so gut, dass alle sagen, wenn man sich selbstständig macht, dann solltest du unbedingt bei Melchior einmal den Steuercrashkurs machen, weil danach macht dir keiner mehr in Bezug auf Steuern irgendetwas vor. Und da gibt es auch viele Beispiele. Ich habe zum Beispiel diesen Frage-Antwort-Prozess überarbeitet. Wir haben zum Beispiel, wir haben jetzt ein Dokument, das wächst mit den Wochen mit, wo alle Fragen und alle Antworten von allen Teilnehmern quasi drin sind. Das sind ja Situationen, Konstellationen, die für alle interessant sind. Tatsächlich gibt es jetzt ein Dokument, das wächst jetzt mit. Mal gucken, wie lange es wird. Und alle Teilnehmer haben dieses Dokument, halt auch für die Zukunft. Und da stehen jetzt nicht nur Fragen drin, die jetzt für jeden relevant sind, sondern auch die in Zukunft relevant sind. Darüber habe ich vorher noch gar nicht nachgedacht. Ich entwickle währenddessen auch ganz viele Checklisten, was schon fast ein kleiner Witz ist intern. Ich versuche alles visuell jetzt aufzubereiten. So Flussdiagramme, so Entscheidungsbäume. Ich male gerade wahnsinnig viele Entscheidungsbäume. Das war ein Wunsch von den Teilnehmern. Mache ich jetzt, habe ich super wenig gemacht. Der Wunsch war da, also baue ich das jetzt. Und das meine ich mit, ich entwickle es jedes Mal. Was zum Beispiel auch noch ein Wunsch war, dass ich mehr Einblick gebe in die Themen, die als nächstes kommen. Dass die Leute eventuell, wenn sie möchten, da schon reingucken können und schon mal Fragen für die nächste Session sich überlegen können, damit sie da nicht so überfahren sind und plötzlich sagen, Gott, ich habe dazu noch gar keine Fragen, ich muss darüber erstmal nachdenken. Das ist zum Beispiel jetzt ein Feedback gewesen, das habe ich glaube ich auf Trustpilot gelesen. Die Bewertung war super positiv, aber dieser Hinweis war für mich wertvoll und den nehme ich dann raus und sage,
Vielen, vielen Dank. Das mache ich dann nächstes Mal anders und besser. Und natürlich gibt es auch ein paar größere Baustellen noch. Wir arbeiten zum Beispiel gerade daran, uns zu zertifizieren zu lassen bei der Bundesagentur für Arbeit, dass man quasi Bildungsgutscheine bezahlen kann, wenn man sie jetzt zum Beispiel aus der Arbeitslosigkeit selbstständig macht oder generell beruflich umorientieren möchte, dass man da einfach quasi das bezahlt bekommt über die Bundesagentur für Arbeit. Ihr könnt euch vorstellen, riesen bürokratischer Aufwand, da überhaupt erstmal anerkannt zu werden. Was ich auch gemerkt habe, es gibt natürlich auch ein paar Themen, die interessant sind, wo ich kein Experte bin. Sozialversicherungsrecht, Businesspläne schreiben und solche Sachen. Aber das sind auch Themen, die interessant sind. Das heißt, ich werde in Zukunft definitiv auch externe Experten mit dazu holen. Ich konzentriere mich dann auf die Themen Steuern und Buchhaltung. Aber es gibt halt auch, ja, ich würde mal sagen, Bereiche, die auch relevant sind für diese Leute, für die Gründer, für alle Gründer, wo ich aber nicht der Experte bin. Und da werde ich dann in Zukunft externe Experten mit dazu holen. Und natürlich auch am Ende für die Vermarktung auch. Der Kanal existiert und das hilft natürlich, aber natürlich möchte ich das Ganze auch von mir unabhängig machen. Wer weiß, was die Zukunft bringt, ob ich gesundheitlich, aus welchen Gründen auch immer, ich hoffe es natürlich nicht, auf diesem Kanal irgendwann nicht mehr so aktiv sein kann. Und dann soll das idealerweise auch funktionieren. Das Unternehmen, was ich da gründe, ist ja nicht nur mein Unternehmen, also ist zu 50% mein Unternehmen, aber halt nur zu 50%. Und natürlich möchte ich das Ganze auch in der Vermarktung irgendwann unabhängiger von mir machen. Ich möchte ein Konzept haben, was einfach das beste Konzept ist. Ich möchte nicht, dass die Leute bei mir buchen, sondern das Konzept buchen. Und im Augenblick ist es noch ganz häufig so, dass die Leute halt mich kennen und meine Art und meinen Stil kennen und ich versuche, diese Art und Stil jetzt in so ein Konzept zu bringen. Das wird noch viele Quartale brauchen. Aber das ist so ein bisschen so das, wo ich stehe. War jetzt ein sehr, sehr persönliches Video. Ich weiß nicht, ob das irgendwem Mehrwert liefert, aber weil der Wunsch da war, dachte ich, ich gebe mal den Einblick. Genau. So sieht's aus. Wenn dazu noch Fragen sind, super gerne einfach unten im Kommentarbereich fragen und natürlich an alle Gründer, die das jetzt gerade gucken. Ich habe es kurz schon erwähnt, es ist noch kein offizieller Launch und so, aber ihr findet alle Informationen zu diesem Konzept, zu dieser Seminarreihe, zu der Workshop-Reihe natürlich unten in der Videobeschreibung und auch einen Code mit Steuerfit spart ihr 10%. Wenn ihr ab April dabei sein wollt, dann macht es gerne. Ich würde mich sehr darüber freuen, auch mit dir persönlich zu arbeiten. Bucht es gerne, wenn ihr dazu noch Fragen habt. Schreibt gerne über das Kontaktformular auf der Webseite. Und das war es jetzt an dieser Stelle. Ein absolut anderes Video. Schreibt mir gerne, ob ihr es mochtet oder nicht. Ansonsten, wie immer, meine ganzen Empfehlungen für Tools, Software und so weiter findet ihr unten in der Videobeschreibung. Verlinke ich euch gerne auch hier. Meine wichtigste Empfehlung überhaupt generell, abonniert den Kanal. Dann gibt es eine ganze Reihe an kostenlosen Videos und Inhalten und das wird sich auch nicht ändern. Oder ihr schaut einfach direkt das nächste Video, zum Beispiel das hier oder das.